Mein Name ist Klaus-Peter Lammert, ich bin OV-Redakteur für den Südkreis Vechta, damit zuständig für Damme und Neunkirchen. Heute habe ich mich mit René Dultmeier unterhalten. Der René hat sein Abitur gemacht, aber nicht wie viele Hunderte von Schülern im Landkreis Vechta an einer in Gänsefüßchen normalen Schule, an einem normalen Gymnasium. Ich bin René Dultmeier und wohne hier in Damme. Ich war aber für mein Abitur in Essen, im Ruhrgebiet, zur Schule gegangen. Und das liegt daran, dass ich hörgeschädigt bin. Ich war dort auf einer speziellen Förderschule und habe dort halt mein Abitur gemacht. Ich bin mittelgradig hörschädigt und kommuniziere deswegen auch etwas anders. Ich achte sehr auf das Mundbild und benutze zur Unterstützung auch gerne mal die Gebärdensprache. Mehr zur Geschichte von René und zu seinem schulischen Werdegang lesen Sie morgen in der Oldenburgischen Volkszeitung, in der Printausgabe und im E-Paper.